Hallo Leute, mein Name ist Aberorg und heute spielen wir wieder zusammen Adopt Me. Heute möchte ich 10 Cracked Eggs ausbrüten. Dieses Ei ist fast voll mit dem Task, also das kann fast ausgebrütet werden. Und ich habe hier, wie gesagt, 10 Stück und die sind alle so weit, dass ich nur einen Task machen muss. Und dann schlüpfen die aus. Ich habe ja schon 10 Fossil Eggs ausgebrütet und auch 10 Royal Eggs. Also die Royal Eggs, die waren richtig teuer. Da musste ich $14.500 für ausgeben, um mir die zu kaufen. Und für die Fossil Eggs musste ich 7.500 Dollar ausgeben und die Cracked Eggs waren ein bisschen günstiger, also die haben jetzt 3.500 gekostet, aber das war auf jeden Fall richtig teuer, hat richtig lange gedauert, sich das Geld zu erspielen, aber bleib auf jeden Fall dran, wenn du sehen willst, wie die 10, was aus den 10 Eiern rauskommt, vielleicht habe ich ja Glück und es gibt ein sagenhaftes Pet, das wäre mega cool und ich kann hier schon direkt einmal das Egg füttern, einmal hier etwas zu trinken hinschmeißen und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt, aber bleib auf jeden Fall beim Video dran, weil ich werde mir nämlich sofort noch eine Fly Potion kaufen und ich habe einen Dog bekommen. Cool. Coole Sache. Cooler Hund. Ich möchte aber ein sagenhaftes Pet haben. Okay, bleib auf jeden Fall im Video dran, weil ich gehe jetzt bin jetzt hier im Geschäft und Easy Clapbot hat sich zu mir teleportiert. Grüße gehen raus. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt hier ein Pet kaufen und das permanent Fly machen. Beziehungsweise, ich werde mir kein Pet kaufen. Ich habe jetzt hier drauf gedrückt und ich kaufe mir jetzt die Fly Potion. Und jetzt beträgt mein Guthaben nur noch 0 Robux. Und wenn du diese Fly Potion haben willst, diese werde ich hier in diesem Video verlosen. Und wenn du wissen willst, wie du die an der Verlosung teilnehmen kannst, bleib auf jeden Fall dran. Werde ich gleich erklären. Ich tue das jetzt erstmal ins Inventar und werde mal alle Eggs ausbrüten. Weil ich bin mal gespannt, was ich so kriege. Ich hoffe, ein sagenhaftes Pet. So, und ich muss dir jetzt das Egg einmal eben schnell füttern, einmal was zu essen geben und Grüße gehen raus an Leon mit 23. Der steht hier gerade mit seinem White Dodo neben mir. Grüße gehen raus an ihn. Und was bekomme ich? Ich bekomme schon wieder einen Hund. Oha, voll heftig. Oh Mann, warte, ich guck mal eben schnell, was ich jetzt... Ich habe jetzt einen Hund. 3 Hunde habe ich jetzt. Mega cool. Das nächste Egg ist am Start. Und Leon hat gefragt, ob wir Freunde sein können. Ich habe leider keinen Platz mehr in der Freundesliste frei. Das ist das Problem. Ich habe nur 200 Plätze, hat jeder nur. Und ich habe nur 200 frei. Ich habe schon 200 voll und deswegen kann ich ihn leider nicht hinzufügen. Das ist echt traurig. Aber ich bin gespannt, was ich aus dem nächsten Ei bekomme. Und vielleicht wird es ja ein sagenhaftes Pet. Das wäre mega cool. Und das Cracked Egg hat Durst. Einmal kurz hier ranhauen und hier in diesem magischen Haus müssten wir doch vielleicht Glück haben und ein sagenhaftes Pet bekommen. Das wäre so cool, das wäre so cool. Was kriegen wir? Und was kriegen wir? Wieder ein Hund oder was? Nee, ein Buffalo, oder? Ein Buffalo, ja, cool. Okay, nicht schlecht. Nächstes Cracked Egg direkt rausholen und hier sieht man das auch. 1,5% Chance auf ein sagenhaftes Pet. Das wäre also ultra heftig, wenn ich eins bekommen würde. Und mein Egg fühlt sich krank, dafür habe ich einen goldenen Apfel und dafür wird das Egg gesund, wenn ich es einsetze. Mal gucken, bitte, bitte ein sagenhaftes Pet, das wäre so cool. Und wieder ein Hund, oder? Nee, ein Hasen, ein kleiner Rabbit. Davon habe ich auch schon ein paar, Moment. Oh, einmal 20 Dollar nehme ich natürlich gerne mit und ich hole schon mal das nächste Egg raus. Aber vom Hasen, genau, vom Hasen, das ist jetzt mein zweiter Hase. Mega cool. Und er möchte direkt zum Spielplatz, da gehen wir direkt mal hin. Und dann wird dieser Hase auch schon fertig sein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann ist dieser Hase schon fertig und in der Zeit werde ich mich einfach mal selber heilen. Einmal hier den goldenen Apfel nehmen, einmal eben essen und jetzt bin ich geheilt. Hab mal eben ein bisschen Cash verdient. Einfach so nebenbei. Das Essen und so, das sonstige Essen lasse ich eben kurz da, damit ich gleich auf jeden Fall genug Essen habe, falls ein Egg Hunger hat. Okay, jetzt gehen wir hier zum Spielplatz und wisst ihr, was mein Lieblingsort hier an dem Spielplatz ist? Einmal hier zur Schaukel, weil die Schaukel ist mega cool, finde ich. Die ist richtig groß. Da kann man richtig schön schaukeln. Einmal hier drauf und nach vorne, nach hinten und wieder nach vorne und nach hinten. Und wieder nach vorne und wieder nach hinten und jetzt gleich runterspringen. Hui! Okay, okay, ich jag einmal kurz. Moment, wenn in dem Moment, wo das Egg ausbrütet, werde ich es hier durch den Tunnel jagen. Dann wissen wir nicht, was rauskommt. Egg, komm schnell her, komm schnell her, komm schnell her. Okay, wo ist mein Egg? Wo ist mein Egg? Oh, gleich ist es nicht mehr gelangweilt, weil in dem Moment, wo es fast fertig ist, werde ich es hier durch den Tunnel jagen. Dann wird das alles noch komplizierter. Und. Jetzt durch den Tunnel jagen. Und, geht er durch den Tunnel? Ah, schade, hat nicht geklappt, Schade. Und ich habe wieder einen Hund gekriegt. Ja, moin. Da kann ich jetzt auf jeden Fall bald einen Neonhund machen. Auch nicht schlecht. Aber jetzt hole ich erstmal das nächste Cracked Egg raus. Und mein Egg hat einmal Hunger. Ich bin immer noch beim Spielplatz. Ich bin nicht so weit weggekommen. Und Easy Clap rennt gerade vor mir weg.
Aber das interessiert mich gar nicht so doll, weil was kommt jetzt raus? Was kommt jetzt raus? Und was war das denn jetzt? Achso, okay, ein Puma. Okay, das irgendwie war da doch jetzt zweimal diese Animation, oder? Da war doch jetzt zweimal die Öffnen-Animation. Das ist ja komisch, das hatte ich noch nie. Aber egal, es geht direkt weiter mit dem nächsten Cracked Egg. Und ich habe auf jeden Fall den Überblick verloren, bei welchem Egg wir sind. Aber ich hatte mindestens 10 Eggs. Also es werden auf jeden Fall mindestens 10 Eggs sein, die ich hier öffne. Ihr könnt ja mal mitzählen, bei welchem Eck ich hier gerade bin. Ich habe selber den Überblick verloren. Aber bitte, bitte jetzt ein sagenhaftes Pet. Ich habe in den ganzen Videos, ich habe ja schon 10 Fossil Eggs geöffnet. Ich habe schon 10 Royal Eggs geöffnet. Und ich habe auch schon jetzt gleich 10 von diesen Cracked Eggs geöffnet. Und ich habe in den Videos noch kein sagenhaftes Pet gekriegt. Das ist echt schade. Ich habe zwar mal so in einem Video ein sagenhaftes Pet gekriegt, aber ich will das gerne in so einer Folge einfach mal haben. Dass ich, wenn ich 10 Eggs öffne, dass ich dann auch mal ein sagenhaftes dabei habe. Aber wir werden sehen. Bis gleich. So Leute, mein Ei muss einmal kurz schlafen und ich stelle mich hier einmal mit der Fly Potion hin, die du gewinnen kannst in diesem Video. Aber dafür musst du noch ein bisschen länger dranbleiben, das werde ich dir gleich verraten. Also hab noch ein bisschen Geduld und dann weißt du gleich Bescheid. Dann weißt du gleich, wie du die gewinnen kannst. So, jetzt bin ich mal gespannt, was aus meinem Ei rauskommt und was kommt raus. Was kommt raus? Und wieder ein Hund, aber diesmal ein schokoladigen Hund. Davon habe ich ja sogar schon einen. Cool, cool, cool. Aber ich würde mich natürlich mehr über ein sagenhaftes Pet freuen. Okay, drückt mir jetzt bitte alle die Daumen. Einmal bitte alle die Daumen für mich drücken. Ich würde so gerne ein sagenhaftes Pet haben. Das würde ich so gerne haben. Also noch ein sagenhaftes Pet. Ich habe ja schon ein paar, aber ich würde gerne noch ein sagenhaftes Pet haben. Aus einem Cracked Egg. Also wie cool wäre das, ein sagenhaftes Pet aus einem Cracked Egg zu haben. Das wäre ja mega cool. Also das haben, glaube ich, die wenigsten. Ein sagenhaftes Pet aus diesem Ei. Das wäre umso besonderer. Heißt das so? Umso besonderer? Umso besonderer? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. So, währenddessen das Egg ausbrüten muss oder ich auf den nächsten Task warten muss, gehe ich einfach mal hier in den Shop und kaufe mir einfach mal ein paar Sachen. Wenn es im Shop neue Items gibt, kaufe ich mir die natürlich auch immer alle. Und ich werde mir diesen Hut für $150 kaufen. Ich werde mir diesen Backpack für $150 kaufen. Ich werde mir diese schöne Brille für $150 kaufen. Das war jetzt das dritte Item, was ich mir gekauft habe. Hier gibt es coole Ohren. Die werde ich mir natürlich auch einmal eben kaufen. Die kosten 1750. Ja, teuer. Und Easy Clap hat mich hochgehoben. Deswegen muss ich einmal eben schnell hier wieder rein. Und ich werde mir diesen Chicken Head kaufen für $500. Die Krawatte, die habe ich, glaube ich, schon. Und die Kette habe ich auch schon. Okay, mega cool. Jetzt habe ich so ein Chicken-Ding. Da muss ich mal gucken, wie ich das aufsetze. Das sehen wir vielleicht in einer späteren Folge mal. Mein Cracked Egg ist in der Dusche und es kommt sofort zu mir gelaufen. Und was habe ich? Ich habe schon wieder einen Hund. Och nein, oh Mann, ich habe schon wieder einen Hund. Nicht, dass ich mich freuen würde über Hunde. Ich bin Hundefreund. Aber schon wieder einen Hund. Jetzt haben wir nur noch 2 Versuche Zeit. Och Mann, schade. Schade, schade, schade. Er schreibt Noob in den Chat. Mega gemein. Schade, ich hätte mich wirklich über ein sagenhaftes Pet gefreut. Aber 2 Versuche haben wir ja noch. Und mein Cracked Egg hat Hunger und bekommt einen kleinen Bagel bzw. Donut. Und danach wird es ausschlüpfen. Und ich bin gespannt, was es wird. Bitte kein Hund. Bitte kein Hund. Bitte, bitte, bitte. Nee, eine Katze. Okay, es wurde eine Katze, aber auch kein sagenhaftes Pet. Och Mann, schade, 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 schade. Okay, letzter Versuch, Leute. Jetzt konzentrieren wir uns alle nochmal. Jetzt drückt ihr mir bitte alle nochmal die Daumen. Bitte einmal alle... Oh, ich werde überfahren. Och nein. Bitte einmal alle die Daumen drücken. Hoffentlich wird es ein sagenhaftes Pet. Hoffentlich. Und mein Pet hat einmal Durst. Es kriegt natürlich jetzt nicht die Fly Potion. Die kannst du natürlich gewinnen. Bleib auf jeden Fall dran. Ich werde mein Pet jetzt... mein Egg. Pet sage ich schon. Mein Egg hat Durst. Jetzt kriegt er einmal hier kurz das zu trinken. Ich hole schnell wieder die Fly Potion raus, die du sofort gewinnen kannst. Aber jetzt drücken wir uns einmal eben schnell gegenseitig die Daumen. Ich, dass du gewinnst und ich, dass und du mir das irgendein sagenhaftes Pet kriege. Aber ich habe nur eine Snowcat gekriegt. Schade. Schade. Dafür drücke ich dir jetzt umso mehr die Daumen, dass du diese Fly Potion bekommst, die ich gerade in der Hand habe. Und ich werde dir jetzt erklären, wie du sie bekommen kannst. Und zwar musst du einfach nur sagen, was war der erste Gegenstand, den ich mir vorhin für meine Pets gekauft habe. Also was habe ich mir zuerst für Klamotten gekauft für mein Pet? Was habe ich da vorhin als erstes gekauft? Das musst du mir in die Kommentare schreiben. Und dann musst du mir auch in die Kommentare schreiben, wie du natürlich in Roblox heißt. Das muss ich ja natürlich wissen, wie du in Roblox heißt. Dann können wir uns nämlich zusammen in
Ingame treffen und dann kann ich dir diese Fly Potion geben. Ich habe in der Vergangenheit schon voll viele Fly Potions verlost und auch White Potions, aber es könnte natürlich sein, dass du jetzt dieses Mal nicht gewinnst, aber wenn du dann nochmal mitmachen willst, das ist gar kein Problem. Abonnier einfach meinen Kanal, dann verpasst du nie ein Gewinnspiel von mir und dann kannst du dir auch immer coole Adopt-Me-Videos oder Roblox-Videos in allgemein von mir angucken. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du jetzt meinen Kanal abonnierst und einen Daumen nach oben da lässt und vielleicht sogar deine Freunde Bescheid sagst, dass ich hier jetzt gerade eine Fly Potion verlose, weil vielleicht gewinnen deine Freunde ja die Fly Potion. Das wäre doch auch mega cool. Okay, und bleibt eigentlich nur noch eins zum Abschluss zu sagen. Dieses Verlosung, die läuft eigentlich nur so ein bisschen mehr als 24 Stunden, also wenn das Video hochgeladen wird. Und ich werde dann den Gewinner nach ungefähr 24 Stunden, werde ich den Gewinner auslosen mit dem Tool commentpicker.com. Das ist so eine Webseite. Und wenn du gewinnst, werde ich bei dir kommentieren, werde ich deinen Kommentar kommentieren und dir gratulieren. Aber du musst dann natürlich auch irgendwie innerhalb von 7 Tagen, sagen wir mal, muss der Trade dann auch zustande kommen, dass ich dir dann hier die Fly Potion geben kann, weil wenn du dich dann nicht bei mir meldest, verlose ich die nämlich an jemand anderen. Aber das ist bisher nur einmal fast vorgekommen, bisher hat es eigentlich ziemlich gut geklappt und ich denke, mit dir klappt das auch ziemlich gut. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.